Wo bleiben die Engel? Ich hatte Omis Brief zur Seite gelegt. Es ging zwar noch weiter, aber ich hatte erst mal genug gelesen. Lesen macht durstig. Ich musste was trinken. Als ich aus meinem Zimmer herauskam, war ich allein in der Wohnung. Die Mittagspause war für meine Mutter vorbei. Sie war wieder in ihrem Geschäft verschwunden. Und das war gut so. Ich hätte ihr jetzt nichts erzählen können von all dem, was im Brief stand. Was hatte man meiner Omi bloß angetan? War das auch alles wahr? Ich griff zum Telefon. Omi, und das hast du wirklich alles erlebt? Sie lachte. Es klang verlegen. Hast du meinen Brief schon gelesen? Den Anfang. Aber warum hast du mir das noch nie erzählt? Vielleicht, weil du noch zu klein dafür warst und weil du dich noch nicht richtig dafür interessiert hast und weil es schon so lange her ist. Aber wenn ich doch gar nicht wusste, was ich hätte fragen können. Da lachte sie wieder, lebendig und heiter. Fragen ist doch ganz einfach. Frag doch, wie war das denn damals? Und jetzt? Warum erzählst du es mir jetzt? Weil ich nicht mehr viel Zeit habe. Und weil du inzwischen so alt bist, wie ich damals war. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie viel man Kindern erzählen soll aus alter Zeit. Alles, sagte ich. Und das meinte ich so. Alles musst du erzählen. Alles geht nicht. Für manches gibt es gar keine Worte. Und es sind auch keine harmlosen Gute-Nacht-Geschichten, die ich erzählen kann. Vieles war so entsetzlich. Das kann man gar nicht erzählen. Es lässt sich heute nicht mehr begreifen, wie viel Leid die Zeit damals brachte, mit ihrer Zucht und Ordnung. Mit der Ordnung, die damals aller Welt aufgezwungen werden sollte. Ich dachte eigentlich, die Gespenster der Vergangenheit sind längst tot. Aber anscheinend leben sie wieder auf. Jetzt hilft nur Erinnern und Erzählen. Omis Stimme klang entschieden und ernst. Für meinen Geschmack ein bisschen zu ernst. Hat dich eigentlich nie jemand besucht, als du in diesem Lager warst? Will ich wissen. Es wusste doch keiner, wo ich war. Du hättest ihnen einen Brief schreiben können. Briefe gab's nicht. Wir waren gefangen. Keine Kontakte nach draußen. Dann wussten sie gar nicht, ob du noch lebst? Deine Mutter, dein Großvater? Wir wussten nichts voneinander. Wir konnten nur füreinander beten. Hoffen und beten, das war die einzige Verbindung, die uns noch blieb. Und das hast du alles dem Kerl im Zug erzählt? Noch einmal musste ich das fragen. So fing schließlich alles an. Aber wieder wies das Omi entrüstet von sich. Wo denkst du hin, Anton? Ich werde dem doch nicht meine ganze Geschichte auf die Nase binden. Da musste ich ins Telefon lachen, weil ich mir das gut vorstellen konnte. Eine Nase, an der eine Geschichte hängt. Ein dickes Buch. Und das ist so schwer, dass die Nase immer länger wird. Was lachst du denn? Ach, nichts. Er sollte nur wissen, sagte sie, wo das hinführt, wenn es an Achtung fehlt. An der Achtung vor Menschen, die anders sind. Wenn einer dem anderen den Platz zum Leben wegnimmt und die Luft zum Atmen und die Freiheit. Das darf nie wieder geschehen. Nie wieder. Hörst du, Anton? Und du meinst wirklich, dass das Engel waren auf deinem Weg? Ich glaube schon. Die kann ein anderer vielleicht nicht erkennen, aber ich, weil sie mir Gutes getan haben und mich aufgerichtet haben. Wie kann nur meine Omi an Engel glauben, obwohl sie in einem Lager eingesperrt war und so viel Schlimmes erlebt hat und die ganze Welt Kopf stand? Aber das sage ich nicht laut und schon gar nicht zu ihr. Und wie ging's weiter, als du aus dem Lager weggerannt bist? Lies, sagt meine Omi. Lies einfach weiter. Ja, aber erst heute Abend.